beschissen gemacht hat. Die macht hier auf Naruto-Style, ja moin. Ja, muss man Doppelhupferer machen, das ist... Aber echt wirklich schade, oder? Das ist traurig. Normalerweise instant wär's da oben gewesen und lutsch mir eine Eier. Das ist normalerweise safe. Das wäre so eine safe Nummer gewesen, aber na gut, lasse ich jetzt mal lieber so stehen, bevor wir wieder ausrasten. Bevor ich gleich einen Ausraster krieg. Ja, auf der Karten, gell? Ja, da drüben. Perfekt. Da bin ich auch schnell reise. Dann hätte ich mir gesagt, komm. Da werden wir sich dann nochmal gönnen. Gibt's da irgendwas Neues? Haben wir eh schon 7 Stück. Boah. Fähigkeiten, wie schauen wir da aus? Mhm, da war ich eh auch brav. Wie schauen wir da aus? Da war ich auch sehr, sehr brav. Jetzt muss ich eigentlich nur noch storytechnisch weitermachen. Dann bleibe ich lieber bei der Fähigkeit. Ja, benutze ich gern. Dann haben wir da noch ein bisschen was dazu. Und da habe ich auch noch ein bisschen was dazu. Passt, weil dann haben wir überall ein bisschen was genommen. Aber Upgrade. Wichtig und richtig. Na super, gerade von den wichtigen Sachen nichts. Da habe ich mich jetzt ein bisschen zu früh gefreut. Maximal nix. Wow. Das ist wieder ein Hit. Da warte ich, glaube ich. Da hole ich mal lieber den Scannerer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da hole ich mal lieber den Scannerer. Ist mir lieber. Ist mir definitiv lieber. Da warte ich einfach lieber ein bisschen und tschüss für Bali. Das muss man aber schon sagen. Das ist praktisch. Das ist wirklich praktisch. Also die kleine Mini-Schnellreise da, die ist super, die geht auch relativ schnell von der Hand. Oder war mal schnell? Nein, aber 2 Sekunden warten. Nein, aber geht relativ schnell von der Hand. Da muss ich schon sagen. Das ist super. Das haben sie wieder gut gemacht. Neustartsequenz des Solarturms abgeschlossen. Einrichtung wieder mit Strom versorgt. Status betriebsfähig. Vielen Dank an den Administrator. Bester Administrator des Monats. Weißt du, was bester Mitarbeiter des Monats bedeutet? Bester Administrator ist Administrator des Monats. Solarturm-Status normal. Sämtliche Funktionen wieder voll nutzbar. Wartungsarbeiten wieder aufgenommen. Klasse. Jetzt sollten wir das Lager wieder nutzen können. Diese Dinger, ich meine die Drohnen, weißt du, wie lange sie den Turm schon beschützen? Das weiß ich nicht genau, aber die machen bestimmt so lange weiter, bis sie keine Energie mehr haben. Oh! Das ging jetzt einfach alles wie erwartet. Fix. Das ging jetzt ein bisschen sehr schnell. Aber weißt du was, ich hole mir da noch ein paar Punkte. Wir holen sie da jetzt noch ein paar Punkte, so schaut's aus. Da haben wir ein paar Gegner, Alter. Ein paar Kreiselhaberer. Die wollen uns natürlich alle mal machen, ist eh klar. Stepper, diese Reichweite von der Spritze ist ein Wahnsinn. Reichweite ist schlimm, Alter. Bin ich aber auch interessant. Ich mach Spezialfähigkeit. Er tut da so deppert herum. Wer nimmt Schaden? Natürlich ich. Er sieht, dass der Topper Schaden nimmt. So, ich habe noch gesehen gehabt, irgendwo da, genau. Da ist unsere laufende Mission. Und da ist so eine Nebenquest. Passt. Mich würde es eigentlich ehrlich gesagt interessieren. So außerhalb. Dass ich so quasi von Karte zu Karte schauen kann. Das wäre meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen geiler. Wenn ich so ein bisschen von Karte zu Karte auch noch zusätzlich schauen kann. Weil da weiß ich dann ganz genau, gepasst. Da gibt's doch was. Ah, da gibt's dann leider nichts mehr. Das würde mich dann ein bisschen mehr reizen. Aber das tust dann eigentlich quasi unnötig wieder vielleicht Schnellreise aktivieren. Haust dich wieder von A nach B hin. Einfach nur damit du schauen kannst, ob da nicht doch vielleicht sogar was wäre.
Normalerweise schon. Ich muss aber trotzdem sagen, dass mich das mit dem Mädchen dann doch ein bisschen kalt gelassen hat, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich hätte mir irgendwie gehofft, dass das noch, ich würde jetzt nicht sagen, in die Länge gezogen wird, aber so, dass man sagt, okay, passt, es gibt noch ein bisschen was mit ihr zum Tun. Hätte ich jetzt mal gesagt gehabt. Das ist nicht, dass das gleich instant fertig ist oder irgendwas. Da hätte ich mir dann doch noch ein bisschen eine längere Reise gewünscht. Da muss ich dann aber auch mal wieder ein bisschen kontrollieren. Normalerweise sollte ich da durch die ganze Stadt gehen. Normalerweise nicht. Ja, wenn ich da so drüber schaue, da bist du, das. Weißt du nicht, hast du das schon mal markiert oder nicht? Was der ist sicher. Weil schwarze Brett haben wir auch noch. Das könnte auch eigentlich interessant werden. Das sind die Wikinger, oder? Oh, Mann, geil. Irgendwie, das wäre es jetzt gewesen. Das waren die Wikinger, oder? Ui, Minispiel. Leider außer Betrieb. Scheiße. Oh. Bombe! Bayern! Büste Eppert, Alter! Schöne Grüße aus Bayern, Alter! Büste Eppert! Dumm ist aber auch noch was. Muss ich aufpassen. Haben wir, glaube ich, eh schon, oder? Oder ist es der Hinnige? Ah, das ist wieder der Hinnige Snackautomat. Wetten, da ist eine Kiste, da ist eine Dose irgendwann nochmal drin. 100%. Was mich aber auch interessieren würde, ist, wenn du einen Doppelhupferer da machen kannst, wie hoch kannst du dann hupfen? Das würde mich dann echt interessieren. Na super, genau das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Oder war ich da die ganze Zeit, oder was ist denn das für eine Scheiße? Das ist die Urlinke. Die nächste Dosen! Perfektes Bild, Digga. Immer so richtig auf schön sexy und elegant. Dieses Gerät sollte dringend überholt werden. Egal. Es sollte helfen zu verstehen, wie es um diese Stadt steht. Hm. Okay, quasi noch mit weiteren Nebenquests, oder was? Super. Ich hätte das jetzt aber trotzdem mal gelassen. Schwarze Brett kann man sich eh immer wieder anschauen. Ist kein Thema. Oder beziehungsweise, wenn wir schon da sind, können wir es auch gleich starten, oder? So, mal so ein Haverer. Hi. Ah, Engel. Schön, dich kennenzulernen. Du führst doch was im Schilde, oder? Schaut gut aus. Der Mask nur neues. Ziemlich clever. Die Leute hier vergleichen mich gern mit einer Schlange. Ich bin Roxanne. Betrachte mich als eine Infohändlerin. Infohändlerin? Ja. Praktische Dinge. Tratsch, Erpressung, Ängste, Schwächen. Ich würde sagen, ein bisschen von allem. Oh, das gefällt mir, Engel. Du bist wirklich meine Lieblingskundin. Wir sind so schön leichtgläubig. Oh. Da würde ich mal sagen, Geld regiert die Welt, Alter. Beastepper, das gönnen wir sich. Ich kaufe jeden Scheiß. Ah, Zuneigung. Okay, neue Produkte plötzlich. Alles klar. Weil ich so viel eingekauft habe, oder wie? Ey, ich bin schon lange nicht fertig. Gibst du, Chef, gibst du. Bin noch lange nicht fertig. Roxanne, natürlich. Wieso? Ich wünschte, du... Ich will einfach nur einkaufen. Sind wir gleich Busenfreundinnen. Sind wir gleich Lästerschwestern. Ja, moin! Fix! Das ist aber letzter Schwester, Alter. Bist du deppert, Alter. Jesus. Okay.
Also jetzt bloß nicht zum Saubern beginnen, bist du deppert. Du gehst also? Also ich hatte Spaß. Okay. Ob unsere Kundin wohl genauso zufrieden ist wie ich? Bloß nicht zum Saubern beginnen. Lassen wir es dabei. Mach's gut. Viel Leiland. Komm so Freundschaft plus machen, oder was? Egal. Es sollte helfen. Ja, schauen wir es mal an. Gesagt, also kann ich alles irgendwie annehmen? Ah, ich kann eh. Pass. Sehr gut. Die Eingabeeinheit ist unten beim Lift zum Audienzzimmer. Eine Katze auf der Erde. Oh, da kannst du sie austoben. Die ist hinter dem Audienzzimmer, oder? Da kannst du sie schön austoben. Da kannst du definitiv sicher schön austoben. Würde mir jetzt aber trotzdem nur so allgemein interessieren. Ich hoffe, dass ich das auf der Karte habe. Weil auf der Karte wird das jetzt... Ah, das ist super. Das ist super. Weil da werden wir wahrscheinlich erstmal den treffen. Dann müssen wir mal den treffen. Dann wird er uns sagen, hörst du, dort und dort musst hier. Das und das Problem habe ich. Das ist dann eh lang. Das ist dann super. Das ist geschmeidig. Da finde ich alles. Da weiß ich, wo es ist. Müssen nicht so deppert herum. Ab und zu halt natürlich die ein oder andere Kiste finden. Ist aber Klassiker. Das Knack. Ich geh da spazieren, oder? Bricht sich gleich das Knack, oder? Gefährlich. Gefährlicher Hase. Ganz, ganz gefährlich. Aber so richtig so ein Code oder irgendwas haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Für den Bereich da. Aufpassen, Havara, aufpassen. Werden wir sie schon irgendwie da so durchwurschteln. Fix. Oder Doppelhupferer. Alles ist einfacher mit einem Doppelhupferer. Einfach alles. Oh, neues Dosele. Überhaupt keine Werbung. Überhaupt kein Hashtag Werbung, Digga. Oh, ist überhaupt kein Linke. Überhaupt kein Linke. Definitiv nicht. Die wollen überhaupt nicht, dass du irgendwas kaufst. Die wollen sowas überhaupt nicht. Nee, nee, auf was kommt's denn hier da plötzlich drauf? Die wollen gar nicht, dass du was kaufst. Überhaupt nicht. Die wollen nur vielleicht eine Niere. Aber das ist eh nix. Gib mir mal, sei nicht so geizig. Gibst du halt ein bisschen von deiner Niere was ab und tschüss, oder? Manche sind halt heutzutage ein bisschen geizig, wenn es um ihre Niere geht. Verstehe ich überhaupt nicht. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Warum manche einfach ihre Niere nicht hergeben wollen. Komisch. Angriffstempo über wenig LP. Dann bleibe ich dann doch lieber über die ganze Zeit bei der Angriffstempo, oder? Meiner Meinung nach. Also das eine kann vielleicht sein, dass es ein Vorbesteller-Boni ist. Das könnte vielleicht auch gut möglich sein. Oh, ein Typ, was? Okay, oh, mir ist so langweilig. Will denn niemand mit mir spielen? Was wollen wir spielen? Wie wär's damit? Stell dir ein einfaches Rätsel und du musst versuchen, es zu lösen. Einfaches Rätsel bei mir, bist du deppert? Wenn du die richtige Antwort in ein Angelgerät am Lift zum Audienzzimmer eingibst, kriegst du eine Belohnung von mir. Okay, warte, die 5 müsste dann die 42 sein. Wir geben mal ein 42. Ich will jetzt noch keinen Tipp. Noch keinen. 6 müsste dann die 12 sein. Und die 7 müsste dann die 26 sein. Aha. Aha, finde ich jetzt aber interessant. Weil das wäre das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Oh ja, war eh brav mit die 42? Mit die 12? Oder es... Wenn ich da zum Beispiel 28, 56, 84 habe. Ah, okay. Die werden das wahrscheinlich so gemacht haben,
dass die höchste Zahl wahrscheinlich zum Beispiel jetzt die 8 ist. Dann hast du 84 zum Beispiel. Also ich rechne jetzt einmal damit, dass die 5 zum Beispiel in der zweiten Reihe dann nicht 42 ist, sondern die 27, würde ich jetzt mal behaupten. Dann hast du die 6. Die 6 wäre dann die 14. Und die 7 wäre dann die 26. Aber dann habe ich wieder bei der zweiten Leiste 56. Wie geht das? Oder wird das immer mal gerechnet? Kann das sein, dass es immer irgendwie gerechnet wird zusätzlich? Sagen wir hier. 6. Achso, du hast erst einmal 12. Dann hast du 2 und dann hast du noch... Na, kann auch nicht passen. Was wäre eine 8 und keine 7? Weil 3 mal 3 wäre auch 9, weil sonst hätte ich so ein... Dieses... Okay, 3 mal 5 wäre 15 und 9 mal 5... Na, ist aber auch keine... 42. Ich hätte es dann irgendwie so ein bisschen so gerechnet gehabt oder irgendwas damit, dass du sagst, okay, weil ja 12 mal 2 wäre, ja, wäre 12. Wäre dann eigentlich auch, weil 2 mal 7 ist 14. Und 6 mal 7 wäre aber keine 26. Oh oh. Das tut schon alles ausrichten. Das habe ich mir jetzt auch schon gedacht gehabt. Ja, jetzt bin ich auch schon drauf gekommen. Oh, geil. Also, damit wir sie nicht lächerlich machen. 5 mal 6 ist einmal die 30. Dann machen wir mal die 30. Dann hast du... Jetzt überlege ich noch gerade. Achso, und das dann plus rechnen. Ach, du bist aber nicht deppert. Dann hast du die 6 mal 7, die sind die 42. Genau. Und dann die 30 plus die 42 musst du zusammenrechnen, das sind dann die 72. Oh, der King. Sehr gut. Als Community natürlich geschafft, weil der Vollhäusl ist nicht der bloß. Weil der deppert der Fies. Super, gleich am schwarzen Brett. Das ist zwar ein anderes Rätsel gewesen, aber Bombe. Na gut, sehen wir uns ein paar Geschichten von den Leuten hier an. Damit habe ich mir jetzt eigentlich nicht damit gerechnet gehabt, aber passt eh. Ja, das ist eh gut. Am Tag gehabt, ich mache jetzt einfach mal das oder das oder das.